Radek is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Dauerhaft kostenlos in unseren Facebook-Gruppen mit der Anmeldung über VBET. Hohe Quoten, modernes Design, attraktive Promotions. Viel Spaß mit den XBET-Tipps. Und hier ist Ihr Gastgeber, Christian Custodian. Ja, und Gastgeber gegenüber dem sehr, sehr erfolgreichen Radek Vegas vom letzten Spieltag. Ja, aber es ist irgendwie Karma. Wenn es beim Glücksspiel läuft, dann läuft es im Leben nicht. Ich kaufe mir ein Auto. Zwei Tage später parke ich über so einen Randstein und reiße mir fast die Stoßstange runter. Aber gut, deswegen müssen wir jetzt ein bisschen arbeiten, damit die Reparatur wieder drin ist. Und das geht gleich los mit unserem Wall of Famer. Der hatte mehr Glück als ich. Er hat mit seinen Fortunen gewonnen, einen Punkt geholt. Das ist ja wie ein Sieg in München. Ja, und deshalb hat er es auch verdient. Friedhelm Funkel, was für eine Bilanz. Die letzten beiden Spiele nicht verloren. Erst die Hertha abgeschossen und dann einfach mal 3:3 beim FC Bayern geholt, wo jeder Vernünftige darauf wettet oder rechnet, mit zumindest, dass der FC Bayern sich wieder in die Erfolgsspur schießt. Aber auch Respekt vor dem Superstürmer von Düsseldorf. Mhm. 3 Tore, Luke Bacchio, wenn man ihn so ausspricht. Das wissen wahrscheinlich nur seine Eltern, wie man ihn richtig ausspricht. Er wird auch gegen Mainz wahrscheinlich wieder stürmen. Und das ist gleich unser erstes Spiel am Freitagabend. Oh, und damit fang ich an. Es ist das Jubiläumsspiel für die Fortuna aus Düsseldorf. Das 400. Bundesligaspiel. Respekt dafür. Und jetzt, wie gesagt, zweimal in Folge zumindest nicht verloren. Und ich glaube, dass die Serie auch noch anhält. Gegen Mainz wird es ein 1:1 Unentschieden. Denn die wissen genau, wie sie gegen andere abstiegsbedrohte Vereine antreten müssen. Ein 1:1, sagt er. 1:1, sage ich, ja. Ja, also die Düsseldorfer sind ja die Mannschaft der Stunde, wie du schon gesagt hast. Jetzt kommt mit Mainz eine Mannschaft, die man immer nicht so wirklich gut einschätzen kann. Gegen Dortmund haben die ja echt lange den Tabellenführer in Schach gehalten zu Hause. Und gegen Düsseldorf sind die natürlich jetzt vom Tabellenstand her sogar Favorit. Ich glaube, die Mainzer mögen diese Favoritenrolle, wenn man das denn bei so einem Duell überhaupt sagen kann, nicht besonders. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist ein Freitagabendspiel und ja, die gehen ja immer 1:1 aus und da schließe ich mich deinem Tipp an. Beim Spiel Bremen gegen Bayern, da könnte ich drauf wetten, dass wir uns nicht besonders einig sein werden, denn du bist ja erwiesenermaßen ein riesengroßer Bayern-Fan und tippst da eher immer ein bisschen mit dem Herzen, während ich halt die Spiele ein bisschen analytischer betrachte, weil ich jetzt eher der Objektive bin. Also bei Bremen läuft es ja auch alles andere als rund in letzter Zeit und die München haben sich jetzt gegen Lissabon aus der Krise geballert, könnte man sagen. Ist Lissabon ein anderes Kaliber als Bremen? Das schätze ich jetzt mal nicht. Ich denke, die Bayern gewinnen auch auswärts in Bremen, aber das wird natürlich auch nicht einfach ein 3:2 oder so für die Bayern. Ja, da bin ich mal gespannt, ob deine Analyse besser als mein Herz ist. Ich glaube ja nicht. Ich glaube, Herz über hier irgend so kaltes Zeug. Ganz interessant, 15 Siege in Folge hat der FC Bayern München errungen gegen Werder. Denkt man gar nicht daran, weil es viele, viele Duelle auf Augenhöhe gab, gefühlt zumindest. Scheint schon lange nicht mehr der Fall gewesen zu sein. 59:9 die Torbilanz, auch total verrückt. Und das letzte Spiel, das Bremen gewonnen hat, war damals 2008, 5:2 in München. Witzigerweise hatte ich dafür Karten, konnte aber wegen Krankheit die nicht annehmen. Was soll ich sagen? Dieses Spiel geht 3:0 für Bremen aus. Ach. Hast du diesen Tipp jetzt irgendwie gerade ausgewürfelt, weil dir die Zeit vor lauter langweiliger Fakten davongelaufen ist? Oder hast du gedacht, du willst provozieren? Ich habe gedacht, dass doch garantiert schon ein neuer Trainer da hinterm Kovac steht und dass es jetzt nur noch eine Frage der Zeit ist,
Sonst hätte der Hoeneß auch vielleicht nicht gesagt, dass Kovac auf jeden Fall am Dienstag noch auf der Bank ist, sondern vielleicht noch ein bisschen länger. Angeblich hat er sich schon mal in der Kabine verabschiedet und die können doch nicht den Kovac mit Siegen gehen lassen. Das heißt, die werden jetzt noch einmal oder ja, einmal wirklich verlieren und dann ist der Kovac weg und dann gibt es keine Alibis mehr für die ganzen Spieler. Und schon beim Spiel gegen Düsseldorf, ich meine, das dritte Tor, was der Neuer kassiert hat, da habe ich dir, glaube ich, geschrieben, das war schwieriger, den Ball nicht zu halten als alles andere. Also nicht, dass der jetzt gegen Kovac... Da unterstellst du jetzt einem Weltmeister, dass er absichtlich daneben greift. Das ist natürlich schon eine gewagte Aussage. Die lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Du darfst weitermachen mit dem Tabellenführer, dem deutschen Meister 2019, Borussia Dortmund gegen Freiburg. Das, glaube ich, tatsächlich wird sicher der Fall sein, wenn Bayern noch länger an Kovac festhält. Und das, glaube ich, einfach... Übrigens nur deshalb nicht, weil Kovac ein schlechter Trainer wäre oder so, sondern weil die Spieler offensichtlich nicht mit ihm zurechtkommen. Hier, Dortmund hat letzte Woche schon ein bisschen Glück gehabt mit dem Sieg gegen Mainz. Jetzt haben sie gegen Brügge unentschieden gespielt. Letztes Jahr haben sie zweimal gegen Freiburg unentschieden gespielt, heim und auswärts. Dieses Jahr werden sie wieder unentschieden spielen. 1:1. Wird mal Zeit, dass der BVB mal einen Punkt wieder liegen lässt. Das hätten sie ja fast schon gegen Mainz getan, jetzt die Freiburger nach einer echt guten Serie im Heimspiel, nur ein 1:1, glaube ich, war es. Aber wir haben jedenfalls beide, glaube ich, unentschieden vorhergesagt. Ich zumindest war am letzten Spieltag ja auch der Spieltagssieger mit 6 von 9 Richtigen. Und von daher sollte man mir auch glauben, wenn ich sage, dass Dortmund dieses Heimspiel natürlich gewinnen wird mit 2:0. Das motiviert mich jetzt umso mehr, dass ich nochmal unsere Saisonbilanz jetzt zusammenrechne, weil beim letzten Stand war ich ja da so weit vorne. Aber egal, vielleicht sorgt Hannover gegen Hertha dafür, dass unsere Ausbeute noch weiter auseinandergeht. Ja, ein Spiel, da fällt mir nicht viel dazu ein. Und wenn mir nicht viel dazu einfällt, dann hört sich das nach einem 0:0 an. Also da spiele ich die Kirsche gleich mal an dich weiter und sage, da fallen keine Tore. 1:1. Alles klar. Vielleicht grün hinter mir, aber das ist, wie du gerade gesagt hast, ein Spiel, wo man wenig Neues dazu weiß. Auch relativ ausgeglichen könnte das Spiel Stuttgart gegen Augsburg laufen. Ja, und zwar habe ich hier auch in die Vergangenheit geschaut, denn ich versuche aus der Vergangenheit irgendwelche Informationen zu gewinnen, um die Zukunft vorherzusagen. Clever. 1:0 für Stuttgart dank Mario Gomez. Oh. Oh, aber das ist ja ein bisschen inkonsequent, denn Gomez hat ja seit 100 Spielen kein Tor mehr geschossen. Da müsste man ja eigentlich davon ausgehen, dass das dann immer so weitergeht. Also aber hast du quasi die Vergangenheit umgedreht. Antizyklisch. Ja. Also letztes Jahr hat Stuttgart 1:0 dank Mario Gomez gewonnen in Augsburg. Und ich sage, dass sich jetzt in der Zukunft das in Stuttgart wiederholt. Glaube ich nicht, dass die Stuttgarter gewinnen. Augsburg aber mit 3 Niederlagen in Folge oder zumindest 3 Spielen in Folge ohne Sieg, auch nicht in der Spur. Die waren zu Beginn der Saison besser, jetzt stehen sie auf Platz 13, so schlecht da wie schon lange nicht mehr. Aber gegen Stuttgart im Schwabenduell werden sie sich keine Blöße geben. Ich denke aber auch nicht, dass sie gewinnen, deswegen ein klassisches 1:1 mit gerechter Punkteteilung in diesem Fall. Ja, dann haben wir ein Spiel, das im letzten Jahr ja fast als Spitzenspiel durchgegangen wäre mit Hoffenheim gegen Schalke. In dieser Saison wird nur eine Mannschaft, stellenweise aber auch nur dem Attribut einer Spitzenmannschaft gerecht. Hoffenheim als Tabellensechster, wesentlich besser als Schalke. Schalke müht sich so wirklich mal mit einem Stotter-Sieg und dann mal wieder mit Furore und dann wieder mit einer Niederlage. Also so richtig in Tritt kommen die einfach nicht. Und da ist natürlich in Hoffenheim der denkbar schlechteste Gegner. Die waren ja immer relativ heimstark. In der Saison haben sie da auch schon ab und zu gepatzt. Aber gegen Schalke wird es schon irgendwie reichen, dass sie gewinnen. Denn Schalke ist in der Offensive nicht stark genug, um Hoffenheim, die ja in der Abwehr extrem schwach sind, so richtig in Bedrängnis zu bringen. Deswegen gewinnt Hoffenheim das mit 3:1. Ja, Schalke spielt nicht vorne mit und irgendwie,
erwartet man von denen auch nicht, dass da ein Umschwung stattfinden wird, wie zum Beispiel jetzt Bayern München, die jetzt nicht ganz vorne sind, aber da erwartet man, dass die bald das Ruder rumreißen. Enttäuschende Vorstellung in der Champions League von Schalke, Hoffenheim auch mit enttäuschendem Ergebnis, aber wenigstens ein relativ gutes Spiel und einem Comeback nach einer 0-2 nach ein paar Minuten. Also, ich sage hier 2-1 für Hoffenheim. Mhm, dann sind wir uns ja mal ausnahmsweise wieder einig. Ja, ich glaube, nach einem Tipp, wo wir uns nicht einig waren. Na gut, aber so driften die Meinungen ja auch teilweise auseinander. Bei Leipzig-Gladbach, da haben wir eigentlich so ziemlich das Spitzenspiel an diesem Spieltag. Ja, und alles andere als einen Unentschieden hier zu tippen, wäre aus meiner Sicht fahrlässig, denn das ist ein Unentschieden, 2-2, also mir fällt jetzt keine gute Begründung ein. Leipzig natürlich jetzt auch mit unter der Woche gegen Salzburg, haben sie auch nicht die beste Figur gemacht. Gladbach hat, soweit ich das im Kopf hat, noch nie gegen Leipzig gewonnen, ansonsten gegen alle anderen Bundesliga-Mannschaften. Und das werden sie jetzt auch nicht bei diesem Spieltag. Mhm. Jetzt ist es halt schwierig hier wirklich zu sagen, wie Leipzig das Europa-League-Spiel so mehr oder weniger verkraftet. Ansonsten hätte ich hier auf Leipzig gesetzt, auch wenn sie jetzt letzte Woche gegen Wolfsburg in Wolfsburg verloren haben und Gladbach wieder mal sensationell 4-1 zu Hause gewonnen hat. Aber auswärts ist Gladbach auch eine Nummer schwächer. Aber angesichts dieser internationalen Belastung gibt es hier einen für beide Mannschaften eigentlich unwürdigen Sonntagnachmittagskick, der, ja, dein 2-2 ist gut. Da Danke. kann man eigentlich nichts dagegen sagen, leider. Leider muss ich hier auch 2-2 tippen. Das ist interessant. Weiter geht's mit Frankfurt gegen Wolf. Ich muss jetzt hier kurz den Hintergrund verschieben, weil du ja den Verdeck gehst. Die Wölfe in Frankfurt. Bei dem Spiel wundert mich die Quote auf Frankfurt ein wenig. Heimmannschaft, Tabellendritter, super Offensive. Nur eine 1,9er Quote im Moment auf Heimsieg. Frankfurt, da muss man eigentlich drauf setzen, denn Wolfsburg, wen wollen die denn hier irgendwie erschrecken? Die Wölfe, aber wer hat Angst vor Wolf? Ich weiß es nicht, also vor Bruno Labbadia schon gar nicht. Das gewinnen die Frankfurter mal wieder mit 2-0, ganz locker lässig, weil sie auch in der Euroleague am Start waren. Also mir hast du jetzt keinen Schrecken eingejagt, ich bin auch nicht mal sauer, ich bin einfach nur enttäuscht. Frankfurt hat 19 der letzten 21 möglichen Punkte abgestaubt. Genauso viel wie der BVB. Aber jetzt kommt Wolfsburg und die haben nicht nur gegen Leipzig gewonnen, sondern auch gegen Frankfurt den höchsten Punkteschnitt gegen alle Bundesligisten. 1,88 Punkte pro Spiel. Und der wird jetzt sich auch noch erhöhen. Denn nee. Doch, das bedeutet, Quizfrage, wann erhöht er sich? Bei Niederlage und 0 Punkten, bei Unentschieden und 1 Punkt oder bei Sieg und 3 Punkte? Ja, eher bei der dritten Option, was? Respekt, das zeigt auch für alle da draußen, wie wichtig Mathematik ist. Und als erfolgreicher Wetter muss man auch mathematisch gut drauf sein. Also Wolfsburg gewinnt 2-1. Das ist ja dann fast die Überraschung an diesem Spieltag, wenn wir uns hier die Ergebnisse anschauen. Kann Nürnberg auch eine ähnliche Überraschung schaffen? Wobei gegen so schwache Leverkusen, da wäre das gar nicht mal so eine Sensation, wenn die Nürnberger da punkten könnten. Es ist schon interessant, Leverkusen ist eigentlich immer so ein Team, was man zumindest gerne fußballerisch angeschaut hat. Die sind mir mittlerweile so egal geworden, dass ich gerade echt nicht weiß, wie die letzte Woche gespielt haben. Also traurig, aber wahr. Auf Nürnberg kannst du aber auch nicht wirklich tippen, dafür ist das Team zu jung, zu unerfahren und da fehlt es irgendwie 1-2 und ich hoffe aus Sicht von Nürnberg und ich hoffe, du belehrst mich, wie der herrlich Heiko letzte Woche gespielt hat. Na sicher, die haben zu Hause 2-0 gegen Stuttgart gewonnen
Und in der Europa League auch zu Hause gegen die bärenstarken Ludo Gerezer, wo du wahrscheinlich jetzt nicht mal weißt, wo die herkommen, die Bulgaren, da gab es immerhin ein 1:1. Also da Chapeau Leverkusen, zwei Spiele in Folge nicht auf den herrlichen Sack bekommen. Aber in Nürnberg reicht es halt wieder mal nur zu einem 1:1, weil die Klubberer, die kämpfen mit allem, was sie haben, hier gegen den Klassenerhalt. Und zu Hause müssen die punkten und da kommt doch so ein Leverkusen genau recht. Was hast du getippt? 2:1 für Leverkusen. Und ich werde es jetzt auch nicht mehr umändern. Ja, ich habe es nur vergessen einzutragen. So, damit sind wir durch. Das sind unsere Tipps zum 13. Bundesliga-Spieltag. Ihr könnt uns auf Facebook folgen oder in die Gruppe Wettvorhersagen kommen. Wir haben auch einige tolle Aktionen in naher Zukunft. Advent steht vor der Tür. Vielleicht machen wir einen virtuellen Advents-Tipp-Kalender oder so in der Art. Mal schauen. Und wir bleiben fleißig und viel Glück und Erfolg bei euren Wochenendtipps. Bis dann. The best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Dauerhaft kostenlos in unseren Facebook-Gruppen mit der Anmeldung über VBET. Hohe Quoten, modernes Design, attraktive Promotions.